Es gibt doch nichts Schöneres, als hier rauszugucken. Alles ist zugeschneit. Minus 3 Grad. Und man will eigentlich mit dem Auto los. Naja, Freunde, für was haben wir denn das gute Stück? Die gute Fernbedienung zu unserer Standheizung. Halbe Stunde vorher. Und wir werden sehen, ob wir noch freikratzen müssen. Na, dann schauen wir mal. Heizung läuft. Ist offen, Anna. Ah, jetzt. Ja, und ihr seht, wir haben jetzt genau. Ich habe die Zeit mitgestoppt, vor 11 Minuten die Standheizung angemacht. Da waren im Auto noch minus 3 Grad. Und jetzt sind wir schon laut Standheizung bei 8 Grad. Na, also fantastisch. Und die Heizung läuft jetzt nicht auf volle Pulle. Sehr gut. So, jetzt räumen wir hier noch ein bisschen auf. Machen die Scheibe vorne noch frei, aber es dürfte ja kein Eis mehr sein. Tommy sitzt schon. Und dann fahren wir zu Marios Geflügelhof. Lasst euch überraschen, wird auf jeden Fall spannend. Schon sind wir da bei Mario Steinert. Das müsst ihr im Sommer mal erlebt haben, aber jetzt um die Weihnachtszeit haben die auch jedes Wochenende auf. Das soll jetzt keine Werbung sein. Wir sind einfach so begeistert. Ne? Das ist ein Geflügelhof mit ganz vielen anderen Tieren, wo man sich im Sommer, im Herbst, im Frühjahr hier sich auch die Zeit vertreiben kann, sich die Tiere angucken kann. Er hat einen richtig schönen großen Spielplatz für die Kinder und auch draußen eine Gaststätte oder eine Erlebnisgaststätte mit frischen Kuchen, mit Kaffee. Hier hinten seht ihr schon Schafe und die Bienen, die natürlich wahrscheinlich jetzt nicht mehr vorhanden sind. Aber wir kommen gerne hierher und in diesem frischen Markt findet man nicht nur frisches Fleisch, sondern auch ganz viele andere Produkte, ne? Wie Gemüse. Naja, so, schauen wir mal, ob wir jetzt hier mal irgendwo gut einparken können, sodass wir auch wieder rauskommen.
Karin und Marius Wildgeflügel zu essen. Die Wildschwein-Bratwurst. Ne, Knacker. Wildschwein. Na, dann schauen wir mal. Die machen ja erst um 11 auf. So sieht es bei uns jetzt hinten aus. Ich zeige euch mal später noch ein bisschen mehr. Ja. Wir stehen jetzt auf einem anderen Parkplatz, weil da unten, da war mir es ein bisschen zu gefährlich, um wieder rauszukommen mit dem Transporter. Ja, Winter ist schon toll, ne? Das macht der Tom auch happy. Oh! Ja, ja! Knack, knack, knack. Ui. Jetzt kriegen wir sogar noch schönes Wetter. Hier sind auch Tiere. Ui, und das ist der Hofladen. Ne, der hat sogar schon auf. Ich will jetzt drinnen nicht filmen, da könnt ihr das mal auf dem Bild hier angucken. Ne, frische Eier, aber auch Nudeln. Alles Bio und alles von bester Qualität. So, und Tommy möchte erstmal auf dem Spielplatz. Das ist so der Wahnsinn, der war jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr nicht mehr hier. Und als wir auf den Parkplatz gefahren sind, hat er sofort gesagt, er möchte auf den Spielplatz. Man erkennt jetzt nicht wieder, das ist eigentlich so ein, wo man drauf rumhüpfen kann hier in der Mitte, dieser Hügel. Jetzt ist Schluss mit Hüpfen. Ui! Ui, ui, ui! Jetzt wäre ich ja selber fast weggehüpft. Das ist glatt. Hier ist alles glatt, das stimmt. Schön. Machen wir erstmal ein schönes Winterschaukeln. Da fliegen sie weg, die Gänse. Ne, sind Enten. Da sind sie weg, die Enten. So, und Tommy, der bei 12 wird, und zwar am 12.12. schaukelt sich erstmal seine Kindheit noch vom Hals, weil mit 12 wird nicht mehr geschaukelt. Nee. Niemand. Da kann man sich schon die erste Freundin suchen mit 12. Ui, das sind Gänse. Und es fängt richtig schön an mit Schneien wieder. So soll Winter sein und vor allen Dingen heute der erste Advent. Tommy! Tommy! Gut, was gut. Ja, und hier kann man dann im Sommer draußen sitzen.
da hinten. Und dann gibt es dann auch, naja, alles, was es im Geflügelhof gibt, gibt es dann auch hier. Naja, aber jetzt gehen wir erstmal in den Hofladen rein. Dann nehme ich euch nicht mit. Hey. So, Atom macht schon mal einen Test. Also scheint zu funktionieren. Naja. Ess deine Wildschweinknacker. Ja, was wir jetzt eingekauft haben, das bleibt unser Geheimnis. Ich wollte euch bloß noch mal kurz zeigen, wie es jetzt hier drin aussieht, nach dem Umbau. Also wir haben das jetzt so gemacht, dass wir mehr Platz haben, ne? Dass Tommy auch mal schlafen kann hinten, zeitiger oder länger schlafen. Und wir dann in der Zwischenzeit praktisch hier vorne Platz haben. Hier ist dann noch der Tisch und den kann man dann runterlassen und dann haben wir diese Seitenteile, was jetzt als Matratzenstücken da liegt, was dann praktisch die Matratze ergibt. Aber naja, das muss halt alles noch mit anderen Matratzen zurechtgeschnitten werden. Und dann kommt auch draußen noch eine Hülle rum, die muss genäht werden. Die Decke muss noch fertig gemacht werden. Dauert alles noch.